So, willkommen zurück zur Pokémon Gold Edition. Das wird dann diesmal ein längerer Part, denke ich. Und wir werden viel Vorspulen. Hoffe ich. Der Typi lässt uns nicht durch. Ein Kraftwerk, das vorweg ist. Also wird es doch kein längerer Part, denn wir müssen hier lang. Wir sind in Saffronia City. Ich will doch mal in Saffronia City. Ich will noch nicht nach Saffronia City. Trainer? Smugger. Flammrad. Nein. Oh. Flammrad. Eigentlich könnte ich doch hier Dingens machen. Ein paar Erledigungen in diesem Part. Und zwar. Nachhammerin? Nein. Nachhammerin? Nachhammerin? Nachhammerin. Ist ja traurig. Hey, magst du Pokémon? Nein, ich frage dich. Was? Du bist komisch. Die Nachahmen, okay. Aber das ist meine liebste Beschäftigung. Ah ne, die hat das gleich gewonnen. Hm? Die Pokémon-Gruppe verloren. Was war jetzt die CD? Wer hat sie verloren? Wer hat sie verloren? Wer hat sie verloren? Darf man durch? Dankeschön. Wer hat sie verloren? Darf man durch? Durch? Wir sind hier im wunderschönen Prismania City, bla bla Keks. Ist hier ein Pokémon? Nein. Erledigungen. Am Ende des Radweges, Prismania City. Wer hat denn seine Pokémon verloren? Ist traurig, was ihre Pokémon-Puppe verloren hat. Haben wir nochmal seine, ihre Eltern? Fragen wir nochmal die Eltern, ob sie ihre Puppe verloren hat. Die Arme! Meine Tochter macht gerne Menschen nach. Dieser Hobby hat ihr speziell nach Hammern eingebracht. Meine Tochter ist ja. Ich bezeuge, sie hat nur wenige Freunde. Achso, man kann das erst machen, nachdem man den Magnet wieder in Betrieb genommen hat. Wobei wir jetzt nach. Anja, Prismania, Indigo Plateau, Saffronia City. Fliegen werden wieder und nach rechts gehen. So, das haben wir ja schon gemacht. Und wer bist du denn? Magnetilo. Nein, Magnetilo. Noch ein Magnetilo. Was bist du? Ein Obstbaum mit einer Paralysebeere. Mit der freundlichen Melodie geht's hier weiter. Oh komm! Die Leute kommen von überall her, um den Seelen dahin. Das ist auch nicht mehr, was es war. Wanderer! Mit einem Warlord. Ja, du hast verloren. Tschüss. Wow, noch mal. Hachi. Nein. Wir brauchen Blitz. Das ist kein Blitz. Wir brauchen Blitz. Und wer kann Blitz erlernen? Ein Pokémon.
namens Entei. Wenn wir ein Pokémon, was Blitz kann, zum Beispiel Motri, kann Kachi. Okay, legen wir Suicune ab, weil es eher ein Cheater-Pokémon ist. Nein, es ist kein Cheater-Pokémon, aber mitnehmen. Kachi. Kannst Blitz? Kachi, hilf uns! Blitz. Ja, es kam Blitz. Dankeschön. Das heißt, wir heilen kurz unsere Pokémon wieder. Und konnte ich diese Scheißhöhle durch, um etwas zu erledigen. Oh mein Gott. Catchy. Blitz. Er hält das ganze Gebiet. Was haben wir hier? Ein Elixier. Ein Elixier. So. Mit schwachen Pokémon. Whee! Und hier? TM 47. Was ist das? Wechseln sah damals noch anders aus. Stahlflügel. Moment mal. Stahlflügel kann ich doch Eule beibringen. Das hat er sonst keine Attacken. Ist vom Typ Stahl, wie der Name sagt. So. Vielleicht auch vergessen und Stahlflügel. Sehr schön. Ein Dragosu. Was soll man dazu noch großartig sagen? Hier ist ein Item versteckt oder auch nicht. Hier ist kein Item versteckt oder auch nicht. Wir haben Eisenschweif für Dingens und also das sieht auch aus wie ein Item versteckt. Nein, kein Zubat. Level 8 nur. WTF. Warum so schwach? Wir sind nicht in Kanto. Nicht in Johto. In der ersten Höhle. Auch kein verstecktes Item. Nee. Sehen wir, das wird der leichteste Durchfahrtsweg sein, den wir jemals bestritten haben. Ein Rasam. 15. Interessant. Oder auch nicht. So, wir gehen natürlich zum Kraft. Ah, wir haben Suicune nicht dabei. Bescheuert. So, ja. Jetzt, wo wir den erledigt haben. Ablegen. Catchy. Dankeschön. War nett mit dir, Geschäfte zu machen. So, Suicune mitnehmen. Ja. Suicune. Im Kraftwerk. Etwas vermisst. Und zwar. Und zwar. Direktor, ich werde ihm nie verzeihen. Wer wagt es, einen Generator zu demolieren? Ich habe es so lange daran gearbeitet. Wenn ich sehen werde, dann hätte er meine Blitzkanone kennen. Mit anderen Worten, wir sollen eine Spule finden. Keine Ahnung! Der Direktor des Kampfes sitzt da vorne, seit jemand den Granat demoliert ist, er traurig gewesen zu bleiben.
Irgendwann jetzt verbraucht viel Energie und dann bla 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 bla. Also müssen wir einen Generator finden. Alles gut. Ich habe eine Nachricht aus Hatsuri City kommen. Alles klar. Dann gehen wir mal nach Hatsuri City. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Außerdem hatte ich das eh die ganze Zeit vor. Mit den Anfangsschwierigkeiten hier. Aber hier nach links kommt natürlich Trainer. Die einfach besiegt sind. Ein Dicktri mit Eisenschweif besiegt. Und ein Amex ebenfalls. So. Hier sind natürlich noch mehr Trainer. Wenn mich nicht alles. Täuscht. Hätten wir auch auf dem Rückweg machen können. Was mache ich eigentlich? Verrückte Sachen natürlich. Oh, ein Enderman. Jo, Suikun, du bist rein. Vernichte alles. Ey. Spadran ist schon 52. Na gut. Nein, das muss 57 werden für Psychokinese. Genau. Yeah. So. Was gibt's hier? Nichts weiter. Kopfnuss. Gegen was bekommen haben wir auch noch nichts in der Hand. Tut mir leid, dass ich wieder speede. Hiroina! Erdbeben! Raichu! Erdbeben! Aber ich habe ja gesagt, ich werde in diesem Part speeden, damit ich so viel wie möglich erledigen kann, denn ich möchte so bald wie möglich das Projekt abschließen. Und zwar kann ich jetzt hier ein Pokémon Center meine Pokémon heilen. In die Arena gehen und müsste besiegen. Hahaha. Nein, natürlich nicht. Ups, tut dir so leid, mir. Du nicht verletzt, du okay. Ich schwer beschäftige nicht. Zeit für Rede nicht gut, wenn ich dich sehen werden. Oh nein, du mich schon hast gesehen. Ich große Fehler gemacht. Ey, du versuchst. Töcke, tschüss. Entweder man kann die jetzt schon finden. Oder man macht es wie in Swiss selber den TV nochmal herausfinden. Aber anscheinend kann man ihn direkt finden. Yeah. Und damit können wir Blitzkanonen uns abholen. Yeah, yeah, yeah. Wir gehen einfach hier zurück. Setzen wir jetzt schnell rein. Aber um. Zack, zack, zack. Wir gehen hier runter und da nicht hoch. Wir gehen hier hoch und da hoch und hier hoch und. Mann. Da runter und hier hoch und da links und da rechts. Und hier runter. Ein wildes Gardini. Es appeared. Somit haben wir die verdammte Spule gefunden. Moment, schreib mir auf. Spule. Und wir bekommen die Term-Blitzkanone. Die Blitzkanone. Blitzkanone. Ah, du. Ich zitiere. 07. Stammel, stammel, stammel. Der 07 enthält Blitzkanone. Eine sehr starke Attacke. Sie ist nicht sehr präzise, aber du kannst jemanden damit ordentlich schmoren. Dankeschön. Kann das denn jetzt bei drin lernen? Zufällig? Wäre mal lustig. Blitzkanone. Fluffy. Nein, danke. Solarstrahlen. Oh, Spider-Man kann Solarstrahlen.
Fall, oder? Nein. Okay, dann können wir noch zurück nach Azuria City fliegen, ne? Azuria City. Und noch etwas erledigen. Das wird ein wirklich langer Part. Aber dafür wird der andere umso kürzer. Ah, die neue Pro. Okay. Ich mache hier doch einen Cut, und zwar kommt dann im nächsten Part die neue Nugget-Brücke. Bis dann. Ciao.